15 traditionelle japanische Süßigkeiten, die ihr auf jeden Fall in Japan probieren solltet. Ich weiß nicht, ob ihr mein Video gesehen habt mit den 55 Gerichten, die ihr auf jeden Fall in Japan probieren solltet. Wenn nicht, dann holt das auf jeden Fall nach. In dem Video hatte ich wirklich 55 Gerichte erwähnt, die ich der Meinung bin, wirklich japanisches Essen ausmachen. Ich habe die ganzen Süßigkeiten, die ganzen süßen Gerichte rausgelassen, weil sonst wäre das Video noch länger geworden als die 30 Minuten, die es jetzt schon sind. Und deswegen gibt es heute quasi den zweiten Teil davon, nämlich nur mit den süßen Gerichten, die ich liebe. Und es sind 15 Stück, also nicht 55. Wir werden heute nicht so lange da sitzen wie das letzte Mal. Und es sind alles traditionelle Süßigkeiten. Wir fangen einfach mal direkt an. Das erste auf meiner Liste ist Zenzai oder Oshiruko. Das bezeichnet die rote Bohnensuppe, süß. Und oft mit Mochi verfeinert. Ich finde das Gericht super toll. Es gibt es kalt und warm auch für Sommer und Winter. Und wenn ihr euch das jetzt nicht gut vorstellen könnt, dann lasst euch einfach mal drauf ein und probiert es aus. Für alle Fans von roter Bohnenpaste, es ist genauso gut, wie ihr euch das gerade vorstellt. Und für diejenigen, die rote Bohnenpaste wirklich einfach nicht ausstehen können, ja gut, da muss ich euch dann sagen, ihr werdet wahrscheinlich in diesem Video nicht wahnsinnig viel Spaß haben, weil doch sehr, sehr viele Sachen in Japan, die traditionell süß sind, mit roter Bohnenpaste gemacht sind. Das nächste auf meiner Liste sind Daifuku und insbesondere möchte ich dabei Fruit Daifuku erwähnen, also die mit Obst gefüllt sind. Daifuku ist eigentlich eine sehr, sehr dünne Haut aus Reismehl, Mochi und dann ist in einem Daifuku normalerweise auch Bohnenpaste drin und wenn es mit Obst gefüllt ist, also zum Beispiel so ein Ichigo Daifuku, das ist ein Erdbeer Daifuku, dann ist da eine ganze Erdbeere drin. Gibt aber auch alle möglichen anderen Arten von Obst, die man in ein Daifuku reintun kann, also von Trauben, Mandarinen, Orangen, Apfel, Kaki. Es gibt wirklich alles, was man sich so vorstellen kann. Es gibt Arten von Daifuku, wo dann auch noch Sahne, geschlagene Sahne drin ist. Ihr könnt also sehen, ganz schöne Kalorienbomben, aber wirklich so ein traditionelles Ichigo Daifuku kann ich nur allerwärmstens empfehlen. Das nächste auf der Liste sind Dango. Dango findet man normalerweise als so kleine Kügelchen aufgespießt auf einem Spieß. Es gibt unterschiedliche Arten von Dango. Meine Lieblingsart ist Mitarashi-Dango. Mitarashi ist eine süße Sojasauce. Das heißt, diese Dango werden angegrillt und dann in so eine ganz zähe Sojasauce reingetunkt. Und boah, es gibt nichts Besseres, meiner Meinung nach. Auch mein Mann hat eine totale Sucht auf Dango. Wenn wir irgendwo welche sehen, dann ja, wir kaufen Dango immer und überall. Es ist super lecker. Es gibt aber auch andere Arten von Dango. Dango sind alle aus Reismehl hergestellt und deswegen sind Dango quasi Mochi. Das nächste auf der Liste ist Melonpan. Und das ist immer ein bisschen schwierig zu erklären. Es ist, wenn man es übersetzt, heißt das Ding Melonenbrot. Und das heißt nicht so, weil es nach Melone schmeckt, sondern weil es aussieht wie eine Melone. Schwierig. Also, Melonpan ist aus zwei unterschiedlichen Arten Teig. Das eine ist ein sehr, sehr fluffiger Teig und dann kommt da oben drüber so eine Art Keksteig mit sehr viel Zucker, sodass es schön kross und crunchy ist. Und das wird dann so im Quadrat eingeschnitten, sodass es eben an die Haut einer Melone erinnert. Ich hatte eine Phase, wo ich Melonpan wirklich jeden Morgen zum Frühstück gegessen habe, weil es einfach so lecker ist. Es gibt unterschiedliche Arten mit Schokolade oder so Schoko Streuselzeug und oh, wirklich klasse. Melonpan kann ich nur empfehlen. Probiert es auf jeden Fall einmal aus. Das nächste auf meiner Liste sind Yatsuhashi. Das ist eine Süßigkeit aus Kyoto und dafür gibt es zwei Arten. Es gibt weiche Yatsuhashi und angebratene oder frittierte, ich habe keine Ahnung, trockene Yatsuhashi. Die weichen sind wieder aus Mochi, die sind so dreieckig. Wie macht man ein Dreieck mit? Hey, Leute, ich bin echt unfähig. Also dreieckig. Ich kann es immer noch nicht. Egal. Also dreieckig. Und da ist dann eine Füllung drin. Und es gibt unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Sie schmecken so ein bisschen nach Zimt. Und insbesondere die trockenen Yatsuhashi, die schauen aus wie so eine kleine Brücke. Die schmecken eigentlich immer nach Zimt sehr stark. Ich finde sie sehr, sehr lecker. Wenn ihr in Kyoto seid, dann kommt ihr um die nicht rundherum. Also auf jeden Fall mal probieren.
Taiyaki sind eine beliebte Süßigkeit, wirklich. Ich kenne niemanden, der Taiyaki nicht mag. Taiyaki sind quasi eine Waffel in Fischform und die sind traditionell mit roter Bohnenpaste gefüllt. Wenn ihr aber keine rote Bohnenpaste mögt, dann ist das überhaupt kein Problem. Die füllen die nämlich auch mit allem möglichen anderen Zeug, zum Beispiel Custard, also so Vanillepuddingcreme oder Schokolade. Ich hatte vor kurzem eine mit Apfel und Custard oder mit ja so einem Erdbeermus oder wirklich alles Mögliche kann man da rein tun und es ist ultra lecker. Deswegen, wenn ihr irgendwo Taiyaki seht, probiert sie auf jeden Fall aus. Nummer 7 auf der Liste sind Gohei-Mochi. Und ob Gohei-Mochi jetzt süß sind oder nicht, das ist, liegt im Auge des Betrachters. Ich würde sagen nein, die Japaner sagen definitiv ja. Gohei-Mochi ist Reis, also kein Reismehl, sondern echter Reis, aufgespießt, angegrillt und dann in eine Soße gedippt. Diese Soße hat unterschiedliche Rezepturen. Entweder ist es eine Art Miso-Manche oder irgendwas mit Sojasauce, da kann Nüsse dran sein oder Sesam oder also alles mögliche, Erdnüsse. Es ist mega, mega lecker. Jede Region hat da so ein bisschen seine eigenen Spezialitäten und insbesondere in den Bergen Japans findet man oft Gohei-Mochi. Das nächste ist eine große Kategorie an Dingen, nämlich Manju. Und Manju ist ein bisschen schwierig zu erklären. Es ist eine Teigtasche, normalerweise ungefähr so groß. Normalerweise gedämpft. Es gibt solche, die heißen Onsen-Manju. Das heißt, die werden dann wirklich in den Onsen-Steam gedämpft. Aber auch andere Arten von Manju. Die sind, wie gesagt, aus Teig so ein bisschen ja, schwierig zu erklären. Normalerweise gefüllt mit roter Bohnenpaste, aber es können auch andere Sachen sein. Hier in Nagoya gibt es einen Teeladen, der macht Matcha-Manju oder Tee-Manju, gefüllt mit ja, so grüner Teepaste. Also es ist wirklich sehr, sehr lecker. Probiert Manju aus. Am häufigsten findet ihr Manju eigentlich, wenn ihr in einem Onsen-Ort übernachtet. Yaki-Imo ist Süßkartoffel. Und zwar gebratene Süßkartoffel, gegrillte, gekochte, gebackene Süßkartoffel ist vielleicht das beste Wort dafür. Die japanischen Süßkartoffeln sind normalerweise lila außen und gelb innen, also so richtig schön goldgelb und sind wahnsinnig süß. Es ist ein unglaublich leckeres Geschmackserlebnis. Normalerweise isst man sie wirklich nur so, nichts dazu, als so eine Art Streetfood. Man kriegt das aber auch im Supermarkt teilweise, im Herbst oder Winter. Und wenn ihr irgendwo mal eine Yaki-Imo findet, dann probiert es auf jeden Fall. Es ist sehr, sehr lecker. In Japans ultra heißem und schwülen Sommer gibt es nichts Besseres als Kakigori. Kakigori ist geschabtes Eis und da kommt dann entweder sehr, sehr günstiger Sirup drauf. Da kriegt man so einen Kakigori-Cup für 300 oder 500 Yen. Oder es ist eine unglaubliche meisterhafte Konstruktion, die dann wirklich teuer ist, mit echtem Obstmus und echtem Obst dran und oh, ultra mega toll und Luxus-Kakigori. Beides ist wirklich perfekt für den heißen Sommer und wie gesagt, also wenn ihr im Sommer in Japan seid, werdet ihr um Kakigori nicht drumherum kommen und ich kann es euch nur empfehlen, es kühlt den Körper richtig gut runter und ihr werdet das viel essen. Dorayaki sind eine der Lieblingssüßigkeiten von meinen Eltern. Es ist quasi zwei Pancakes aufeinander, die dann mit roter Bohnenpaste gefüllt werden. Da kann auch zum Beispiel sowas wie Apfel noch mit drin sein oder ganz beliebt dann Maronen zum Beispiel. Und ja, wer auf rote Bohnenpaste steht, der wird Dorayaki lieben. Wagashi ist der Überbegriff für alle traditionellen japanischen Süßigkeiten, aber hauptsächlich die, die so klein sind und aus Bohnenpaste gemacht werden. Teilweise auch anderen Zutaten, aber hauptsächlich die, die man immer so zur Teezeremonie gereicht kriegt. Es gibt da wirklich unterschiedliche Arten in so vielen unterschiedlichen Formen. Wenn ihr irgendwo eine Matcha-Schale-Set mit Süßigkeit kauft, dann wisst ihr jetzt, da ist immer ein Wagashi dabei, so heißen die. Probiert das einfach irgendwo mal in Japan, insbesondere wenn man in Schreine oder Tempel geht, die ein Teehaus haben. Dann Matcha-Set mit Wagashi bestellen und ausprobieren. Nummer 13 ist ein bisschen was anderes, weil es nicht ganz so traditionell ist, nämlich Pudding, also Pudding.
Der japanische Pudding ist nicht wie der deutsche Schoko- oder Vanillepudding. Es ist nämlich ein Eierpudding mit normalerweise Karamellsoße. Ich muss sagen, als ich das erste Mal Pudding in Japan gegessen habe, habe ich mich gefragt, was ist das denn? Aber ich muss auch sagen, ich habe mich in letzter Zeit ist schon lange her, daran gewöhnt und wirklich den japanischen Pudding zu lieben gelernt. Puddings werden in letzter Zeit wirklich gehypt und es gibt viele Läden, die auf Pudding spezialisiert sind und die sind wirklich, wirklich gut. Wenn ihr irgendwo Pudding findet, dann probiert das aus. Wirklich der mit Karamellsoße und insbesondere, wenn die so ein bisschen angebrannt ist und bitter ist, oh, es gibt nichts Besseres. Nummer 14 auf meiner Liste ist Matcha Soft Cream. Und zwar ist das quasi ein Softeis aus Matcha. Und also wirklich, die allermeisten Touristen, die nach Japan kommen, lieben das Zeug. Also ich und meine Eltern zum Beispiel, als wir durch Japan gereist sind, vor 10 Jahren mittlerweile, es ist schon wieder her, wir haben so viel Soft Cream gekauft, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Wir sind, glaube ich, im Juni in Japan gewesen und da war es schon sehr, sehr heiß. Juli, August, September und sogar noch Teile von Oktober sind so warm, dass man sich da wirklich in dieses Zeug reinlegen kann. Ähnlich wie Kakigori, wirklich von einem Softcreme-Laden zum nächsten laufen, ist eine Option, um sich abzukühlen. Es gibt alle möglichen Geschmacksrichtungen, aber Matcha ist einfach so der japanische Geschmack, den man unbedingt ausprobieren sollte. Und jetzt als allerletztes Nummer 15, Monaka. Monaka ist eine Waffel. Nicht wie unsere deutschen Waffeln, sondern sowas wie ein... Wie heißen denn diese trockenen Waffeln? Diese... So eine Mannerschnittenwaffel quasi. Und da wird dann zwischen so zwei Waffelschälchen irgendwas eingespannt, ist das falsche Wort. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Da kommt dann was dazwischen. Oft rote Bohnenpaste, aber es kann auch alles mögliche andere in so einem Monaka drin sein. Es gibt auch Monaka-Eis zum Beispiel. Probiert's aus, es ist super lecker. Und also ja, alles, was ich heute euch vorgestellt habe, ist super lecker, meiner Meinung nach. Wenn ich irgendwas Wichtiges vergessen haben sollte, dann sagt es mir auf jeden Fall in den Kommentaren. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mir wünschen, ihr gebt ihm ein Like. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr den Japan hautnah Kanal abonnieren würdet. Wenn ihr so eine coole Hoodie oder anderen Merchandise von Japan hautnah kaufen möchtet, ich habe einen Merch-Store. Die Infos findet ihr in der Beschreibung dieses Videos. Über die Unterstützung würde ich mich sehr, sehr freuen. Aber auch andere Arten der Unterstützung, zum Beispiel kleine Spenden, kommen immer sehr, sehr gut an und helfen mir, mehr solchen Content zu machen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann wird euch eines dieser beiden Videos hier mit Sicherheit auch gefallen. Schaut euch also eins davon auf jeden Fall als nächstes an. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss!